Hallo, mein Name ist Markus Hartmann und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei meiner YouTube-Reihe Doriko auf Deutsch. Es ist heute Dienstag, der 1. März 2022, 17 Uhr und heute geht es um diese Quick Reference Card, die Doriko Quick Reference Card, genauer gesagt nicht um die, weil das ist die alte, das alte Modell der letzten Versionen und in Doriko 4 ist natürlich einiges abgedatet worden, kamen auch neue Funktionen hinzu und die fanden natürlich dann auch hier ihren Platz in der Doriko Quick Reference Card für die neue Version 4.0. Und ich dachte, wenn man sich dann schon die Arbeit macht, dann kann man natürlich auch direkt das Ganze ins Deutsche übersetzen. Das hilft wahrscheinlich dem einen oder anderen von euch und da sind alle Tastaturbefehle dann auf Deutsch drin mit den korrekten Bezeichnungen. Und ja, die werden wir dann in der nächsten Stunde, oder ich werde die dann euch in der nächsten Stunde dann etwas näher bringen. Ja, vorher noch ein paar News, wenn man so das so sagen möchte, ein paar News zu Doriko. Es gibt jetzt die Trial-Version ist verfügbar, also die Demo-Version, die kann man sich bei uns auf der Homepage herunterladen. Da kann man dann 30 Tage kostenfrei mit Doriko arbeiten. Dann wird es in Kürze ein neues zweites Bugfix-Update geben. Das steht also kurz bevor. Das kommt dann also ja in den nächsten Tagen. Ja, so denke ich mal. Und dann habe ich auch mal an der entsprechenden Stelle nachgefragt, wie es denn mit dem deutschen Handbuch aussieht. Und die frohe Kunde ist, es ist nicht mehr fern. Bevor ich denn jetzt aber dann Leserbriefe bekomme, du hast aber gesagt, dass, ja, also es heißt, dass Ende März wohl, dass die deutsche Bedienungsanleitung wohl fertig sein wird. Und nagel mich jetzt darauf bitte nicht fest, auf die eine oder andere Woche, aber das ist angepeilt, also Ende März, Anfang April soll es dann das deutsche Handbuch für Doriko 4 geben. Gut, dann möchte ich einmal gleich loslegen und zwar hier, ich habe möchte man mit ein bisschen Eigenwerbung anfangen und zwar mit den Terminen. Und zwar, wenn man ja, ein Doriko-Seminar besuchen möchte oder so, wo man dann intensiv Doriko lernen kann, dann kann man einfach bei Google Doriko-Termine eingeben und dann kommt man oben, hat man diesen Eintrag, das ist gleich der erste Eintrag. Und wenn man da draufklickt, dann ist man direkt auf der Terminseite. Und hier, ich habe ja bei den letzten Livestreams, habe ich ja schon erwähnt, ich habe mit in Zusammenarbeit mit den Landesmusikakademien einige Termine abgemacht, also mit der Landesmusikakademie in Nordrhein-Westfalen, mit der Landesmusikakademie in Niedersachsen, Berlin und mit der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg. Da gibt es also einige Termine. Und jetzt nächste Woche gibt es einige Termine, speziell für den Blasmusikbereich habe ich mit dem Blasmusik Digital Magazin habe ich drei Seminare ausgemacht, also aufeinander aufbauende Seminare, die jetzt jeweils am Donnerstag stattfinden, also Donnerstag, 3. März geht es los, dann am 10. und am 17. März, jeweils von 19 bis 22 Uhr. Geht also da jetzt im Einsteigerbereich um das Um- und Neuschreiben von Stimmen, Erstellen von Übungen. Dann im zweiten Termin um das Erstellen eines Bläserarrangements, also für Bläserquintett. Und dann am letzten Termin, dann geht es um Eingabe und Layout eines größeren Orchesterwerkes. Ja, also einfach bei Google eingeben, Doriko Termine, dann ist man dann direkt hier. Gut, dann schauen wir mal weiter und zwar ich möchte mal direkt hier diese Links in den Chat schreiben, wo ihr euch diese Karte, diese Quick Reference Card runterladen könnt. Und zwar, so, das wäre jetzt der eine Link im Chat und dann gibt es noch einen zweiten Link, wo man sich dann die Einträge für diese Popovers herunterladen kann. Das zeigt das auch gleich nochmal im Bild, wo das ist. Ja, die beiden Links sind jetzt im Chat, die kann man sich also dann dort herunterladen.
So, und das möchte ich auch mal hier zeigen. Und zwar, wenn man ja auf dieser Seite eh schon ist, auf dieser Terminseite, beziehungsweise auf dieser Seite blog.dorico.com, dann gibt es rechts oben diese Resources und die gibt es einmal in Englisch und in Deutsch. Da gibt es immer wertvolle Hilfen, ja, alles mögliche, erste Schritte in Dorico und ja, Links zu Facebook-Gruppen und ganz hilfreiche Dinge. Und hier findet man jetzt auch diese beiden Links, einmal deutsche Tastaturkürzel-Referenzkarte als PDF und dann kann man diese hier sich herunterladen. Die sieht dann also so aus, das ist dieses Faltblatt. Und dann gibt es noch einen zweiten Link, das ist dann die Dorico Tastaturkürzel-Referenzkarte als A3-Poster. Ein bisschen anders aufgeteilt, aber im Prinzip ganz genau das Gleiche. Kann man sich ausdrucken und dann vielleicht ja, über den Schreibtisch hängen, dann hat man das vielleicht immer im Blick, wenn man das so haben möchte. Genau. So, dann teile ich nochmal hier meinen Bildschirm und ich zeige dann mal, ich baue jetzt mal meinen Bildschirm auf, zum einen mal mit dem Programm Dorico, dann habe ich hier rechts dann die Tastaturkürzelkarte, die Quick Reference Karte. Ich habe mir die mal mit Screenshots etwas zerteilt, damit ich das hier am rechten Bereich ganz gut immer so hoch und runter scrollen kann, um euch das besser zeigen zu können. Und dann habe ich natürlich hier auch jetzt ein bisschen einen anderen Aufbau. Ich habe hier mal, weil es heute ja hauptsächlich um Tastaturkürzel geht, habe ich mal meine Tastatur etwas größer gemacht und dann sieht man hier im unteren Bereich sieht man dann hier so ein schwarzes Feld, da wird man dann gleich die Tastatureingaben, die sieht man dann hier. Gut, ja, dann vorweg vielleicht eine Sache, die auch ein bisschen versteckt ist oder die man eigentlich kaum wahrnimmt, ist in der Hilfe. Und zwar hat man hier einen Eintrag Tastaturbefehle. Und wenn ich diesen Eintrag hier starte, dann bin ich jetzt erstmal in einem anderen Fenster, muss ich erstmal hier rüberholen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die ganzen Dorico-Tastaturbefehle zu allen Werkzeugen und weiteren Fenstern natürlich hier direkt abrufen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in den Modus Schreiben gehe hier, dann sehe ich dann hier direkt, wenn ich die entsprechenden Tasten drücke oder Modifier-Keys drücke, ja, was dann für Tastaturkürzel in den einzelnen Modi dann zur Verfügung stehen. Das kann man sich auch mal als Übersicht vielleicht, wenn man einen zweiten Monitor hat, kann man sich das vielleicht auf dem zweiten Monitor öffnen. Ist ganz interessant. Wie gesagt, geht oftmals ein bisschen unter, weil es oben einfach im Menü ist. Aber ist ganz interessant, wenn man dann die einzelnen Tastaturbefehle hier direkt drücken kann. Ja, bevor es dann richtig losgehen kann mit der Quick Reference Card, müssen wir natürlich auch die richtigen Einstellungen finden. Und zwar, mir ist es auch schon passiert nach einem System-Update von Apple, ich bin ja hier auf dem Mac, dass dann der Rechner hochfuhr und ich sollte mein Passwort eingeben und ich habe dann mein Passwort eingegeben und nach dem 10. Mal frage ich mich, nachdem es nicht funktioniert hat, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe dann schon an mir selbst gezweifelt, aber das, was falsch war, es hat dann wohl mit diesem Update, hat es dann auf auf das US-amerikanische Tastaturlayout umgeschaltet und dann stimmen natürlich einige dieser Sonderzeichen, die man sonst hier erreicht, die stimmen dann natürlich nicht mehr überein. Deswegen muss man da auch immer drauf achten, so ist es auch in Dorico. Das heißt, wenn ich hier oben rechts gucke, hier ist jetzt ein deutsches Fähnchen, das heißt, ich habe jetzt hier die deutsche Tastaturbelegung angewählt. Das ist jetzt also, wenn man mit dieser Quick Reference Card arbeiten möchte, dann ist das natürlich wichtig, dass erstmal die deutsche Tastatur hier das deutsche Tastaturlayout im System eingestellt ist. Bei Windows ist das hier rechts unten, findet man das. Und ja, und dann geht es natürlich weiter. Dann habe ich im Programm selber gibt es natürlich dann auch Einstellungen, nämlich in den Programmeinstellungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Einstellungen mal öffne, dann gibt es hier direkt oben unter Allgemein, gleich der erste Eintrag, ist hier, dass hier die Sprache eingestellt ist. Das ist die Programmsprache, das heißt also alle Menüs, alle Menübefehle, alle Fenster, alles ist komplett in Deutsch. Hier kann ich natürlich aus den anderen 8 Sprachen auch auswählen und kann das Programm, also die Bedienung des Programms, umschalten. Das hat aber nichts mit den Tastaturkürzeln zu tun, weil diese Tastaturkürzel, die muss ich dann noch unter den Tastaturbefehlen
muss ich darauf achten, dass hier die Tastatursprache auf Deutsch eingestellt ist. Wenn die auf eine andere Sprache eingestellt ist, es kann mal irgendwie, in manchen Konstellationen verstellt sich das oder man hat selber mal vielleicht aus irgendwelchen Gründen daran rumgespielt, dann kann es sein, dass hier mal etwas anderes drinsteht und dann funktionieren die Tastaturkürzel nicht so wie erwartet und dann drückt man immer irgendwas und es funktioniert nicht. Also hier darauf achten, dass man hier dann die richtige Tastatursprache für die Tastaturbefehle eingestellt ist. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, wo man Sprache einstellen kann. Das ist auch, ich öffne mal die Notensatzoptionen und zwar hier oben links kann man ja direkt auch in die Suche etwas eingeben. Dann kommt man direkt zu diesem Eintrag Sprache und hier gibt es nochmal die Sprache, allerdings ist das dann nur für die Notenzeilenbeschriftung und für die Instrumentennamen. Auch eine sehr praktische Funktion, da ich natürlich auf einen Knopfdruck die Instrumentensprachen für eine andere Ausgabe eines anderen Landes beispielsweise dann direkt umschalten kann. Also hier gibt es auch noch diese Möglichkeit, die Sprache umzuschalten, die nur für die Instrumentennamen dann ist. Ja, gut, ja, dann steigen wir mal direkt ein. Und zwar, wenn wir dann hier in Dorico sind, ich habe hier mal ein einfaches Dokument erstellt, eine einfache Partitur mit ein paar unterschiedlichen Instrumenten. Spielt jetzt auch gar nicht groß die Rolle, es geht ja nur darum, um mal ein paar Noten einzugeben und ein paar Tastaturkürzel zu zeigen. So, beginnen möchte ich hier mit der Mauseingabe, ganz einfach, und zwar ich habe die immer abgeschaltet. Das ist im Prinzip dieser Pfeil hier und ich schalte mal die Mauseingabe an und das ist natürlich klar, wie das funktioniert. Ich denke, das ist so das Intuitivste, was es gibt. Das heißt, man sucht sich hier einen Notenwert aus und klickt den dann hier entlang des Taktrasters entlang, dann kann man diese Note dann hier einsetzen. Wenn man aber mit einer MIDI-Tastatur arbeitet oder mit der Computertastatur und diese Mauseingabe nicht benötigt, dann stört immer diese virtuelle Note, die dann hier ist und ich kann nichts anwählen. Das heißt, wenn ich dann also etwa ein paar Noten eingegeben habe und ich möchte etwas anderes anwählen, dann gebe ich immer automatisch Noten ein, sobald ich klicke. Das kann ich abschalten, indem ich hier einfach diesen Pfeil anwähle. Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel draufklicken, das gedrückt halten und dann direkt auch, obwohl der Eingabemodus aktiviert ist, kann ich dann Noten anwählen. Ja, also ich habe die Mauseingabe immer abgeschaltet und um eben das hier zu umgehen. Ja, beginnen wir mal ganz oben. Das ist eigentlich auch selbsterklärend. Ich kann hier natürlich dann im Eingabemodus, dann kann ich hier direkt die Notenwerte anwählen. Das mache ich dann, indem ich dann hier einfach auf die Ziffern klicke. Dann kann ich hier die Notenwerte, einen Notenwert selektieren. Ich kann natürlich auch das Keypad hier verwenden. Das funktioniert genauso. Und sei auch nochmal erwähnt, dass beim Design von Dorico hier bewusst darauf verzichtet wurde, dass hier, ich sag mal, naja, mit einzubeschließen, also man kann es benutzen, aber es ist nicht vorgesehen, dass es vorhanden sein muss, sondern es ist quasi inklusiv. Also man kann auch ohne diesen Bereich hier arbeiten, weil auf Laptops ist ja meistens nur diese Tastatur inklusive der Cursor-Tasten vorhanden. Deswegen ist dieser Part hier nicht notwendig. Ja, wenn ich jetzt ein paar Noten mal eingebe hier, das wie gesagt, wenn ich jetzt mal ein paar Achtelnoten eingebe, tippe ich kurz die Ziffer 5 an, ganz klar, und dann kann ich hier auf der Computertastatur paar Noten eingeben und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt hier. Ich zeige gleich noch die Vorzeichen und Auflösungszeichen und so weiter. Der nächste Punkt hier ist diese Eingabe der nächstgelegenen Tonhöhe A bis G. Was heißt das denn genau? Und zwar das Programm arbeitet immer im Rahmenintervall einer Quarte. Das heißt, von der zuletzt eingegebenen Note im Rahmenintervall einer Quarte. Das heißt, wenn ich jetzt auf meiner Computertastatur den Buchstaben F drücke, wird ein F2 eingegeben. Wenn ich jetzt wieder ein C drücke, dann wird der Ton C2 eingegeben. Drücke ich jetzt den Ton G, wird dann ein G1 eingegeben. Und möchte ich jetzt beispielsweise den Ton C1 schreiben,
dann erreiche ich das nicht. Also wenn ich jetzt C drücke, dann wird natürlich logischerweise ein C2 geschrieben. So, ich mache es mal rückgängig. Und wenn ich jetzt ein C1 schreiben möchte, dann kann ich hier mitarbeiten, mit diesen Tastaturkürzeln, und zwar innerhalb, das heißt, es wird, die Eingabe wird dann eine Oktave erhöht, beziehungsweise eine Oktave tiefer vorgenommen. Das heißt, ich muss also aus diesem Quartenbereich aufwärts, abwärts raus. Das heißt, wenn ich jetzt also ein C1 schreiben möchte, dann halte ich die auf dem Mac hier die Control-Taste gedrückt und dann kann ich jetzt die Note C1, na, wenn ich im richtigen Programm bin, dann die Note C1 drücken. Dann wird ein C1 geschrieben. Und wenn ich jetzt diese beiden Tasten gedrückt halte, also Alt und Shift, dann gehe ich eine Oktave aufwärts. Ja, so kann ich dann in den Oktaven umherspringen. Das kann man sich auch ganz einfach merken, und zwar, ich merke mir das immer so, wenn man aufwärts ist es immer schwerer, und was schwerer ist, ich muss immer zwei Tasten drücken, das wäre so die Eselsbrücke, und abwärts ist es leichter, da muss ich nur eine Taste drücken. Ja, so kann man dann sich das vielleicht auch dann merken. Ja, dann kann ich natürlich Vorzeichen auch eingeben, hier mit den Tastaturkürzeln, ohne dass ich hier rüber muss. Ich könnte die natürlich auch hier anwählen und dann die Note eingeben. Und jetzt muss ich auch nochmal einen Schritt erwähnen, der vielleicht wichtig ist. Vielleicht kommt jemand von einem anderen Programm. Da ist so das eine oder andere ein bisschen anders vielleicht gelöst. Und das kann man hier auch einstellen. Zum Beispiel, wann gebe ich denn das Vorzeichen ein, das Artikulationszeichen zum Beispiel, und was war noch? Artikulationszeichen, Vorzeichen, Artikulationszeichen. Und wie kann ich denn diese Dinge eingeben? Gebe ich die vorher ein oder gebe ich die danach ein, nach der Noteneingabe? Und wenn ich in die Einstellungen gehe, dann habe ich hier die Möglichkeit, unter Noteneingabe und Bearbeitung kann ich dann festlegen, wann ich die Vorzeichen, Punktierung und die Artikulation angebe. Momentan ist das auf vor der Noteneingabe gestellt. Ich kann es aber auch auf nach der Noteneingabe umstellen. Ja? Gut, ich lasse das jetzt mal so, nur damit ihr Bescheid wisst, man kann es also auch umstellen. Dann habe ich dann hier die Möglichkeit, das dann danach einzugeben. So, jetzt kann ich natürlich dann hier, beispielsweise wenn ich ein Vorzeichen eingeben möchte, ein B, dann drücke ich die Taste Scharf S. Ja? Oder wenn ich eine Erhöhung eingeben möchte, ein Cis, ja, dann es geht ja wieder aufwärts. Ich muss also mehr drücken, also die Taste Shift, und dann kann ich hier ein Vorzeichen dann hier einfügen, also ein Kreuz einfügen, oder wenn ich ein Auflösungszeichen eingeben möchte, dann drücke ich hier die Taste 0. Also hier haben wir die beiden Vorzeichen mit einmal nur das Scharfes und dann einmal das Fragezeichen. Ja, dann kann ich den Noten natürlich auch Artikulationen hier zufügen, und sei auch nochmal prinzipiell erklärt, wie das in Doroco funktioniert. In Doroco kann ich die Artikulationen hinzufügen, und das ist jetzt kein Hinzufügen im eigentlichen Sinn, dass das eigene Elemente sind, sondern man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass ich in Doroco diese Elemente, die gehören zur Note, und ich mache die sichtbar oder unsichtbar. Das ist im Prinzip so wie ein Schalter, ein Lichtschalter, wo ich Licht an- oder ausschalte, wenn man das so möchte. Und diese Artikulationen sind hier in dem Bereich, also direkt neben der Enter-Taste, diese vier Tasten, die Taste Ü plus Ä und die Raute. Ja, und wenn ich dann die entsprechenden Tasten drücke, dann kann ich diese Artikulationen dann entsprechend an- oder abschalten für die Noten. Dann mit der Umschalttaste kommt man dann an die entsprechenden anderen, an die unteren vier hier dran im linken Bereich. Und ja, dann kann ich diese hier auswählen, an- und abschalten. Ja, dann nächste wären dann die Modi, das sind Tastaturkürzel, die kann man sich ganz gut merken. Das ist also dann entweder die Steuerungstaste auf dem PC oder eben auf dem Mac dann die Command-Taste, um die Modi umzuschalten. Da haben wir ja 5 Stück an der Zahl, dann kann ich einfach Command 1, 2, 3, 4, 5, damit kann ich dann ganz bequem die einzelnen Modi hier auswählen. Ja, es geht auch noch weiter mit 6, 7, 8, 9 und der 0. Das zeige ich dann später zur entsprechenden Zeit, wenn das hier auftaucht. So, dann kommen wir mal in den Modus Schreiben, und da gibt es einiges zu erzählen, und zwar diese Tastaturkürzel hierfür. Da hat man sich natürlich auch beim Design von Doroco sehr viel Gedanken drum gemacht, wie man denn insbesondere im Modus Schreiben, da wo man sich am häufigsten natürlich auffällt,
wie man denn da mit den Werkzeugen arbeiten kann. Ja, ich kann natürlich hier, wenn ich dieses Palettensymbol anwähle, kann ich natürlich alles auch komplett mit der Maus bedienen, aber die Mausbedienung ist immer so eine Sache, funktioniert sicherlich gut, aber man wird dadurch kaum Geschwindigkeit gewinnen. Und beim Design von Doroko hat man darauf Wert gelegt, dass man direkt immer bei den Noten ist, also immer am Geschehen ist, dass man möglichst wenig, eigentlich am besten gar keine Fenster aufmachen muss, wo man dann irgendeinen Haken setzen muss oder irgendwas eingibt, sondern dass man alles direkt an den Noten, also am Geschehen, selber macht. Wie gesagt, die Werkzeuge kann man alle mit der Maus bedienen. Man kann die aber auch natürlich mit Tastaturkürzeln bedienen bzw. aufrufen. Also die Umschalttaste gedrückt halten und dann natürlich den entsprechenden Buchstaben drücken. Jetzt für die Noteneingabe zum Beispiel ganz klar Command N und das kann ich an- bzw. abschalten oder mit der Enter-Taste komme ich dann hier auch in den Eingabemodus. Ja, ganz einfach. Schlüsselwechsel kann ich auch ganz einfach eingeben, indem ich einfach, man muss sich manchmal ein bisschen an der englischen Sprache orientieren, das ist dann Shift-C, also Umschalt-C für Clef und dann drücke ich Shift-C und dann öffnet sich dieses Einblendfeld und dann kann ich hier jetzt ein Treble-Clef rein hier, ja, das, ich wollte eben das noch zeigen und dann kann ich hier einen Violinschlüssel erzeugen. Ich zeige mal eben dieses Pop-Over-Chart hier, und zwar das ist der zweite Link, der im Chat ist, da kann man sich das hier herunterladen, das ist in der Hilfe, das ist auch erneuert worden, da gibt es natürlich einige Dinge, die sind neu hinzugekommen, das ganze Transformationswerkzeug, und da findet man dann die Befehle, die man, um beispielsweise jetzt hier bei Clefs, also bei Schlüsseln eingeben kann, um diverse Schlüssel eingeben zu können. Um Gottes Willen nicht alles auswendig lernen. Ich denke, das meiste, was man braucht, spielt sich dann sowieso hier ab. Einen Violinschlüssel und einen Bassschlüssel. Und da kann man dann einfach entweder Treble oder Bass eingeben oder man kann einfach den Buchstaben G oder F eingeben. Ja, das ist also ganz einfach. Ich kann jetzt hier zum Beispiel etwas markieren und dann drücke ich Shift C. Und jetzt gebe ich hier einfach den Buchstaben F ein, drücke Enter und dann habe ich hier einen Bassschlüssel erzeugt. Ja, ganz einfach, ganz simpel. Und das Ganze kann ich auch machen, wenn ich im Eingabemodus bin. Dann kann ich den auch direkt dort platzieren, wo ich den denn gerne haben möchte. Also beispielsweise auf Schlag 2. Drücke dann hier Shift-C und gebe dann hier meinetwegen ein G ein. Und dann habe ich hier einen Violinschlüssel erzeugt. Tonarten, ja genau das Gleiche. Auch Tonarten mit Shift-K, also von Key. Drücke einfach Shift Konrad und dann Großbuchstaben sind natürlich Dur-Tonarten. Ich gebe jetzt mal einfach hier die Tonart G-Dur ein. Und Kleinbuchstaben sind Moll-Tonarten. Also Shift-K und dann kann ich hier Kleinbuchstaben eingeben. Oder was ich auch machen kann, ist, ich kann zum Beispiel direkt auch, ich sag mal jetzt hier 3F eingeben. Kann man sich jetzt nichts drunter vorstellen, wenn man es ins Englische transferiert, dann heißt das 3 Flats, also 3B und wenn ich jetzt Enter drücke, dann habe ich hier die Tonart S-Dur oder 3B oder C-Moll. Ja, das ist also auch möglich. Wie gesagt, wer da tiefer einsteigen will, der kann hier gerne diese in der Hilfe hier gucken, da unter Doroko Popovers und das ist jetzt also auch neu und da gibt es also zu allen diesen Einblendfeldern gibt es dann diese Kürzel hierzu. Ich werde einige erwähnen, nicht alle, weil das natürlich zu viel wäre. Aber damit kann man dann wirklich, wenn man so ein bisschen sich da einarbeitet, kann man da wirklich dann sehr, sehr schnell damit arbeiten. Ja, zum Beispiel auch, wenn ich ein Open Key haben möchte oder so, dann kann ich jetzt eingeben Shift K und dann kann ich jetzt hier einfach Open eingeben oder atonal reinschreiben und dann wird das Ganze hier als Open Key geführt. Ja, also das kann man dann auch natürlich hier entsprechend eingeben. Wenn ich eine individuelle Tonart für einen Spieler habe, beispielsweise das Tenorsaxophon soll jetzt in einer ganz anderen Tonart spielen, dann kann ich das auch machen hier und zwar immer. Das Grundprinzip ist in Doroko immer das gleiche. Und zwar ich öffne jetzt dieses Einblendfeld und der soll zum Beispiel jetzt in, sagen wir mal, in Fis-Dur spielen. Von mir aus. Ja, dann gebe ich jetzt also Fis ein und beim Eingeben
halte ich einfach die Alt-Taste gedrückt und drücke dann Enter. Dann habe ich eine individuelle Tonart für diesen Tenorsaxophon-Spieler jetzt hier erzeugt an dieser Stelle. Ja? Das ist auch das Grundprinzip. Immer wenn ich etwas eingebe, sofern es möglich ist, und ich halte die Alt-Taste gedrückt, drücke Enter, dann ist etwas individualisiert für diesen Spieler. Ja, dann Taktart-Eingabe, auch ganz einfach, kommt von Metrum. Ja, das heißt, wenn ich also eine Taktart ändern möchte oder eingeben möchte, dann drücke ich Shift M und dann kann ich jetzt hier eine Taktart eingeben. Und dann habe ich ab hier einen Dreivierteltakt. Wenn ich zum Beispiel einen Auftakt eingeben möchte, das ist auch noch so ein bisschen ein Geheimnis. Man kann das natürlich dann hierüber machen mit hier unten mit dem Taktart erstellen. Dann kann man hier einen Auftakt erstellen oder so. Es geht aber auch wesentlich einfacher und schneller. Und zwar, wenn ich hier einmal Shift M drücke. Und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich einen Auftakt eingeben möchte, ich gebe jetzt mal hier einen Viervierteltakt ein. Das war falsch rum. Vier Viertel. Und das Ganze funktioniert natürlich nach dem Zähler- und Nennerprinzip. Und die Nenner lassen sich natürlich auch aufteilen. Das heißt, hier haben wir jetzt vier Schläge. Und das kann ich ganz einfach eingeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Viertel Auftakt haben möchte, muss ich erst ein Komma eingeben als Trennzeichen. Und dann gebe ich einen Schlag ein, also gebe eine 1 ein und drücke dann hier Enter. Und dann habe ich einen Vierviertel Auftakt erzeugt. Wenn ich denn, ich wiederhole das nochmal und gebe mal jetzt beispielsweise eine Achtel ein, eine Achtel Auftakt, also Shift M, dann gebe ich wiederum einen Viervierteltakt ein, Komma, und jetzt gebe ich einen halben Schlag ein, und da man natürlich eine Differenzierung braucht zwischen Komma, zwischen dem Komma, der als Trennzeichen funktioniert, wurde hier der Punkt gewählt. Das heißt, wenn ich eine Achtel eingeben möchte als Auftakt, dann gebe ich hier 0.5 ein, also 0.5, und dann kann ich hier einen Auftakt als Achtelnote eingeben. Dann gibt es noch weitere tolle Dinge, die ich hier mit dem Metrum, mit dem Taktwerkzeug eingeben kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier hingehe und ich gebe mal einen 7/8-Takt ein. Und ich gebe mal ein paar Achtelnoten ein. Dann werden diese auf diese Art und Weise verbalgt. Das scheint wahrscheinlich die häufigste metrische Aufteilung zu sein in einem 7/8-Takt. Also 4 Achtelnoten, 3 Achtelnoten. Jetzt kann man aber auch das so eingeben, das Metrum, dass eine andere Verbalkung gleich dargestellt wird. Ich könnte natürlich jetzt hingehen und wenn das Metrum oder mein Stück es anders vorsieht, dass ich zum Beispiel dann sage, ich möchte es aber gerne dreigeteilt hier haben, dann könnte ich natürlich hier auch die Verbalkung entsprechend ändern. Ja, könnte man auch nur Tastaturbefehle eingeben und dann kann ich natürlich auch diese Verbalkung, das dauert natürlich viel zu lange. Ja, und was ich jetzt machen kann, ich mache das mal ab hier. Und zwar kann ich jetzt hier hingehen, wieder Shift M drücken und jetzt gebe ich in eckige Klammern, die erreiche ich mit der Taste Alt und dann drücke ich die Taste 5 und hier gebe ich jetzt den Zähler ein und zwar auf folgende Art und Weise, wie ich die Achtelnoten verbalken möchte. Zum Beispiel 2 plus 3 plus 2. Dann schließe ich die Klammern bei gedrückter Alt-Taste und dann drücke ich die Taste 6, gebe dann den Schrägstrich ein und dann die Achtel. Und dann drücke ich Enter und dann habe ich jetzt diesen 7/8-Takt hier erzeugt. Und wenn ich jetzt Achtelnoten eingebe, dann wird natürlich gleich die richtige Verbalkung hier entsprechend berücksichtigt. Ja? Und die Taktart lässt sich natürlich dann hier unten einfach auch ausblenden, wenn ich die nicht benötigen sollte. Ja, so kann man also hier dann auch unterschiedliche Verbalkungen direkt hier eingeben. Gut, ja, dann kann man natürlich, das kann man alles auch nachlesen, dann alternierende Taktarten eingeben, individuelle Taktarten natürlich, also für pro Spieler, indem ich die Alt-Taste gedrückt halte, um metrisch ein anderes Metrum einzugeben für einen anderen Spieler, kann man auch alles machen. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten, das wäre dann das Tempo. Tempo, eine Tempobezeichnung kann ich eingeben, indem ich Shift T drücke. Und hier taucht jetzt erstmal nichts auf, solange bis ich einen
Buchstaben drücke, um alle Tempobezeichnungen, einen Buchstaben oder eine Zahl drücke, um die Tempobezeichnungen, die vordefiniert sind, hier schon aufrufen zu können. Ich drücke also einfach ein A und dann kann ich hier direkt runter scrollen natürlich, oder ich kann auch direkt ein Allegro eingeben, dann taucht das hier auf und dann kann ich auch mir direkt hier etwas Entsprechendes aussuchen. Oder ich kann natürlich auch hier direkt dann einen freien Text eingeben, das funktioniert auch. Ja, ich kann dann also hier Pop reinschreiben und dann kann ich hier auch direkt diese Notensymbole einfügen, wie zum Beispiel eine halbe Note entspricht, also der Buchstabe H entspricht der Half Note, also der halben Note, oder ein E entspricht der Eighth Note, oder das Q entspricht der Quarter Note, also der Viertelnote. Dann gebe ich noch ist gleich ein und dann kann ich hier das Tempo gleich eingeben und dann wird das direkt so dargestellt. Dann für diejenigen unter euch, die vielleicht im Jazz unterwegs sind, was noch nicht nativ in Dorico geht, ist eine Tempobezeichnung für diese Swing-Bezeichnung. Da gibt es aber auch eine sehr schöne Lösung dafür. Und zwar kann ich hier das dann mit einem Systemtext eingeben. Zeige ich auch später noch, was es mit dem Systemtext auf sich hat. Und jetzt kann ich hier einfach den Zeichensatz Metrico auswählen. Den kann man sich kostenfrei herunterladen bei GitHub. Findet man den und dann kann ich hier einfach eingeben, das ist dann auch dort beschrieben, wie man das macht, also einfach ein 2e eingeben, ist gleich und dann gibt man eine 3 ein für die Triolen, drückt dann QE und dann habe ich hier diese Tempobezeichnung. Ja? Und da ich die jetzt als Systemtext eingegeben habe, erscheint die natürlich dann auch an, jetzt nicht nur in der Trompete hier, sondern die erscheint dann auch natürlich an allen anderen Instrumenten dann hier. Ja, Dynamikanweisungen, genau, funktioniert auch ganz einfach und ganz simpel. Ich wähle ein Element an und drücke dann Shift D und dann kann ich hier eine Dynamik eingeben und Enter drücken. Das ist, denke ich mal, auch selbsterklärend. Und was ich auch machen kann, ich kann zum Beispiel auch dann hier Dynamikverläufe einzeichnen oder reinschreiben mit Shift D und kann dann diese Tastaturkürzel hier links unten nehmen, diese größer und kleiner Zeichen. Indem ich das einmal drücke ohne Shift, habe ich diese aufgehende Klammer. Wenn ich dann das mit der Shift-Taste zusammendrücke, dann habe ich gleich ein Crescendo und ein Decrescendo zusammen. Ja, das kann ich dann hier ganz bequem eingeben. Also wie gesagt, immer über den gesamten Bereich die Noten selektieren, Shift D, dann kann ich hier ein Piano Crescendo, Forte, Decrescendo und das wieder zum Piano zurück. Genau, dann kann ich auch zum Beispiel noch, wenn ich mehrere Dynamikverläufe direkt anwähle und oder Dynamiken anwähle und ich möchte die Intensität steigern, also beispielsweise, ich kopiere das jetzt mal hier hin und habe dann verschiedene Dynamiken und wenn ich diese hier selektiere, dann kann ich jetzt hier diese auch dann über diesen Befehl hier kann ich die Dynamikintensität steigern oder mindern. Das heißt, wenn ich das jetzt steigere, wird ein Mezzo-Piano draus. Und wenn ich es nochmal steigere, dann wird ein Mezzo-Forte draus. Ja? Also das kann man dann machen. Man kann dann natürlich auch dann einen Tastaturbefehl programmieren für diese Befehle hier. Ja, dann kommen wir zu Ornamenten. Ornamenten ist Umschalt-O. Umschalt-O für die Ornamente. Das wäre also dieses Trillerzeichen hier und wenn ich also einen Triller einfügen möchte, dann drücke ich einfach Shift O und dann kann ich hier einfach TR eingeben und dann wird hier automatisch ein Triller hinzugefügt oder ein Mordent, das wäre dann das Kürzel, Shift O und dann MOR, drücke Enter und dann habe ich hier diesen Mordent eingefügt. Gut, dann kommen wir zu den Wiederholungszeichen. Wiederholungszeichen mit erster und zweiter Klammer. Kann ich dann hier einen Takt anwählen und dann kann ich jetzt hier mit Umschalt R, kann ich dann hier zum Beispiel einfach End eingeben und dann will er das auf die Art und Weise, dann macht er hier einfach ein Haus 1 und Haus 2 und fügt dann diese Klammern hier hinzu. Ich kann natürlich auch hier das nutzen, um beispielsweise diese Wiederholungen einzugeben. Es sind
Gibt ja noch mehrere Wiederholungen, auch da komme ich gleich noch drauf. Also diese Rhythmusstriche kann ich hier eingeben und Taktwiederholungen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Rhythmusstriche eingeben möchte, mache ich das auch mit dem Wiederholungswerkzeug. Das heißt, ich drücke Shift-R und gebe dann hier Slash ein. Ja, und dann habe ich hier eine Slash-Notation. Oder wenn ich zum Beispiel Takte wiederholen möchte, gehen wir mal auf die nächste Seite. Meinetwegen. Oh, das ist ja schön. Genau. So, wenn ich kopiere das mal einfach. So, und dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel diese Takte dann hier zu wiederholen mit Shift-R. Und dann kann ich jetzt hier einfach das Prozentzeichen eingeben und dann habe ich hier einen einfachen Faulenzer erzeugt. Wenn ich denn mehrere Takte, also einen zweitaktigen Faulenzer erzeugen möchte, drücke ich Shift-R, gebe das Prozentzeichen ein und schreibe eine 2 dahinter. Ja, dann habe ich hier einen zweitaktigen Faulenzer. Oder wenn ich einen viertaktigen Faulenzer erzeugen möchte, dann kann ich jetzt 4 Takte markieren, drücke Shift-R, das Prozentzeichen und schreibe eine 4 dahinter. Ja, das kann ich also damit dann machen. Dann haben wir jetzt, was so ein bisschen oftmals nicht ganz klar ist, weil man das in anderen Programmen mit anderen Werkzeugen eingibt, beispielsweise mit dem Artikulationswerkzeug. Ich habe es eben schon gezeigt, und zwar diese Tremolos. Tremolos sind ja Wiederholungen, streng genommen, also sind ja Tonwiederholungen, also ist eine Wiederholung. Diese Dinge gibt man normalerweise in anderen Programmen mit Artikulationen beispielsweise ein, obwohl es keine Artikulation ist. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ich bin im krummen Takt, deswegen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Noten markiere, dann kann ich jetzt hierüber das entweder hier direkt anwählen oder ich kann das auch mit dem, mit dem Wiederholungswerkzeug machen, indem ich Shift-R drücke und dann kann ich einfach einen Slash eingeben und dann werden diese Zeichen hier entsprechend damit ausgestattet. Ja, wenn ich dann 2 Slashes eingebe, dann habe ich hier 2 Striche und so weiter. Ja, und für die anderen kann man natürlich dann auch entsprechend die entsprechenden Befehle eingeben. Das findet man, wie gesagt, alles hier in diesem Dorico Popover Dokument. Was haben wir noch? Dann Takte, Taktstriche, genau, das ist auch mit dem Taktstrichwerkzeug. Da gibt es jetzt eine kleine Falle, und zwar, das ist bestimmt schon mal jedem passiert, das möchte ich erwähnen, und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel Taktstriche ändert, zum Beispiel ich mit dem Taktstrichwerkzeug gebe ich das, kann ich zum Beispiel auch Doppelstriche eingeben, das mache ich ganz einfach, indem ich Shift-B drücke, und dann habe ich hier die Möglichkeit, die Alt-Taste gedrückt zu halten, und dann kann ich hier mit der Taste 7 einen geraden Strich erzeugen. Und wenn ich den zweimal drücke, dann kann ich hier einen Doppelstrich einfügen. Ja, oder ich kann auch zum Beispiel ein Wiederholungszeichen einfügen, Shift B, und dann kann ich jetzt einen Strich einfügen und einen Doppelpunkt. Und dann habe ich hier ein Wiederholungszeichen links erstellt. Und wenn ich natürlich dann hier hingehe, dann kann ich natürlich auch ein Wiederholungszeichen rechts erstellen, ganz klar, indem ich erst den Doppelpunkt drücke und danach dann den geraden Strich. So, funktioniert jetzt gerade nicht, weiß auch nicht. Na egal. Was ich jetzt zeigen möchte, was eine kleine Falle ist, ist Folgendes. Und zwar, wenn man denn Folgendes hat, folgende Situation, jeder hat das vielleicht schon mal gesehen. Und zwar, wenn man sagt, ach nee, der Doppelstrich, der war falsch. Ich möchte doch hier jetzt gerne wieder einen einfachen Taktstrich haben. Dann ist man natürlich geneigt, Folgendes zu tun, und zwar, ich wähle jetzt hier, da ist ein Doppelstrich, da möchte ich einen einfachen Taktstrich haben, dann wähle ich hier diesen einfachen Taktstrich aus und dann trägt sich Folgendes zu, dann habe ich hier diesen Signpost, ja, das heißt, und ich kriege den durch nichts wieder weg, und die Krux an der Sache ist die, würde ja nicht weiter stören, aber die Krux an der Sache ist die, wenn hier mehrtaktige Pausen sind, die dann in der Einzelstimme zusammengefasst werden, dann ist es Folgendes, dass diese mehrtaktige Pause nämlich dann hier unterbrochen wird. Und das möchte ich natürlich nicht haben. Und ich möchte diesen Signpost hier wieder, also diesen Hinweistext, wieder entsprechend löschen. Das ist dem Umstand geschuldet, dass ich jetzt diesen Taktstrich überschrieben habe
und auch mit den Eigenschaften dieses Taktstrich, diesen Taktstrich überschrieben habe. Man muss sich das so vorstellen, in Doreco werden Taktstriche automatisch erzeugt. Das heißt, die einfachen Taktstriche, die sind immer da. Das ist quasi der Default. Ich kann auch einen Taktstrich anwählen und den dann prinzipiell immer erstmal löschen. Ja, dann werden die beiden Takte hier zusammengefasst. Wenn ich aber aktiv einen Taktstrich über einen anderen lege, dann sind quasi zwei Taktstriche übereinander, also auch wenn es zwei einfache Taktstriche sind. Und um diesen Taktstrich zu löschen, muss ich dann, wenn so ein Signpost da ist, muss ich diesen Taktstrich anwählen und dann kann ich den hier löschen und dann wird der Taktstrich nicht gelöscht, sondern es wird quasi nur dieses Overlay über diesen Taktstrich dann gelöscht. Ja? Also wenn man so Signposts hat, die oberhalb der Notenzeile dann sind, dann ist das oftmals so passiert, dass man einfach hier einen zusätzlichen Taktstrich eingefügt hat. Ja, da muss ich ein bisschen schneller machen, dann Spielanweisungen, wo sind wir denn? Takte, Fermaten, genau, Fermaten kann man natürlich auch entsprechend schön eingeben hier, wenn man dann einfach dann das entsprechende Kürzel weiß, zum Beispiel, sprich, ich drücke Shift Heinrich und dann kann ich einfach hier Fermate eingeben. Hier auch noch ein Tipp, da das ja oftmals so ist und manchmal kann es ja vorkommen, dass man eine Fermate nur an einer Note haben will und dass man das gar nicht, wie es aber eigentlich korrekt ist, an anderen Notenzeilen auch haben möchte. Dann mache ich Folgendes und zwar, man bekommt die aus den anderen Zeilen hier nicht weg. Ja? Dann mache ich Folgendes, ich wähle die Note an und gebe hier einfach einen Text ein. Das heißt, ich drücke Shift X und dann kann ich hier jetzt, was ja neu ist, mit der rechten Maustaste draufklicken und ich kann hier Notentext einfügen. Und bei mir, weil ich es schon einmal gemacht habe, taucht das dann hier auf. Ansonsten müsstet ihr euch das hier unter, wo ist es jetzt, Holds und Pauses, hier, da ist es genau, das auswählen. Und dann könnt ihr euch diese entsprechende Formate hier auswählen, einfach auf OK klicken und dann nur noch die Größe entsprechend anpassen. Und dann habt ihr hier entsprechend die Pause, die man dann auch noch im Notensatzmodus dann so platzieren kann, wie man die gerne hätte. Also das ist jetzt die Lösung für die Formaten, die man nur an einer Zeile, an einer Note haben möchte, wenn man die Funktion der vielen Formaten hier nicht nutzen möchte. Ja, Spielanweisungen. Genau, wo sind wir denn? Spielanweisungen. Genau, Spielanweisungen sollte man auch nutzen. Und zwar gerade vornehmlich, was häufig eingesetzt wird, natürlich in den Streichern. Und zwar, wenn ich hier Noten eingebe und ich habe hier dann, möchte mal wechseln von Arco auf Pizzicato, dann das bitte unbedingt mit den Spielanweisungen machen, also mit Shift-P, mit einer Playing-Technik. Ja, und dann hier Piz reinschreiben, weil nur dann wird das dann auch entsprechend als Pizzicato dann gespielt. Ja? Und wenn ich das denn nämlich hier nur mit einem Text reinschreibe, also mit Shift-X, dann, und wenn ich, kann ich genauso gut hier Pizzicato reinschreiben, dann hat das keinerlei Einfluss drauf, weil dann ist das nur ganz einfacher und simpler Text. Also das immer bitte dann mit den Spielanweisungen machen, weil das hat dann auch einen Einfluss auf die Expression Maps, also die dann für die Standardklänge natürlich sowieso oder für Note Performer, wer das nutzt, sowieso schon eingestellt ist, dann muss ich das einfach nur mit der Playing-Technik entsprechend eingeben. Ja, Stichnoten überspringen wir mal, Marker überspringen wir auch. Studierzeichen sind ganz einfach, indem ich einfach Steuerung A drücke, ja, und Steuerung A und Steuerung A. Ganz einfach, so kann ich Studierzeichen hinzufügen. Wenn ich das mittlere rauslösche, aus welchen Gründen auch immer, dann formatieren sich die automatisch. Dann, wie gesagt, sind wir jetzt bei Text und Systemtext. Ganz einfach, Umschalt X ist der Text, der für das Noten, für die Notenzeile, der Notenzeile zugeordnet ist. Und Umschalt Alt X ist Systemtext, der an den Instrumentengruppen dargestellt wird, wie zum Beispiel das Tempo. Ja, eine Tempobezeichnung wird immer oberhalb des ersten Systems dargestellt und das natürlich auch automatisch an allen Stimmenauszügen. Ja? Und der Systemtext funktioniert genauso und diese
Diese Gruppen, die kann ich auch in den Layout-Optionen natürlich anwählen, wo ich diese Bezeichnungen gerne haben möchte. Oftmals bei großen Partituren findet man das noch bei den Streichern, oberhalb der Streichern, dass man diese da dann anschaltet. Ne? Das ist also der Unterschied zwischen Text und Systemtext. Ja, Liedtext auch ganz einfach mit Umschalt Ludwig. Kann ich Liedtext eingeben, muss ich eigentlich auch nicht weiter erklären. So kann ich dann hier, sagen wir mal, dann kann ich hier meinen Liedtext reinschreiben. Wenn ich eine zweite Strophe haben möchte, drücke ich einfach die Pfeiltaste abwärts und so weiter. Dann kann ich hier mehrere Strophen Liedtext eingeben. Dann haben wir Liedtext, Akkordsymbole. Akkordsymbole mit Shift-Q ist auch klar. Notenwerkzeug. Genau, da haben wir ein Notenwerkzeug. Da sind jetzt natürlich auch noch Dinge hinzugekommen, wenn ich jetzt zum Beispiel Noten bearbeiten möchte mit dem Transformationswerkzeug, dann kann ich jetzt einfach Shift-I drücken und dann habe ich dieses Werkzeug mit diesem Schraubenschlüssel und dann kann ich beispielsweise auch diese Befehle eingeben, invers zum Beispiel. Ja, und dann werden die Noten invertiert dargestellt. Wie gesagt, guckt euch das, wenn ihr es braucht, einfach hier in diesem Popover-Dokument an. Hier kann ich auch Noten transponieren, ja, ganz einfach. Hier kann ich dann eingeben, zum Beispiel ein Intervall oder transponieren oder ein Intervall eingeben. Das heißt, wenn ich jetzt Shift-I drücke und ich gebe eine 3 ein, dann wird eine Terz hinzugefügt. Oder wenn ich das Ganze dann transponieren möchte, gebe ich einfach die Zahl an und dann werden die selektierten Noten dann um das entsprechende Intervall dann transponiert. Ja, Fingersatzwerkzeug ist auch klar. Einfach dank mit Steuerung F kann ich dann hier einfach Fingersatz eingeben. Ebenso Generalbass. Generalbass gibt es natürlich auch viele, viele Befehle hier unter, ist ja alphabetisch sortiert hier, unter Fingering und dann kommt der Figured Bass, also das Generalbass-Werkzeug und da kann man dann irgendwie mit diesen Befehlen kann man dann wirklich ganz schnell Generalbass hier eingeben. Gut, dann kommen wir zum nächsten, das wäre dann die Noteneingabe. Da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Vorrücken, das betrifft im Wesentlichen die Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gebe hier jetzt mal dann doch wieder mal einen schicken Viervierteltakt ein. Irgendwo hier, Shift-M und gebe einfach mal einen Viervierteltakt ein. Mit dieser Leertaste ne, kann ich dann schlagweise vorwärts rücken. Das entspricht auch dieser Taste, die ich dann hier unten in dem Werkzeug hier habe. Ja, dann kann ich hier einfach dann auch in den Schlägen vorwärts gehen. Dann, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Ja, Tonhöhe vor Notenwert. Ich habe ja die Möglichkeit, die beiden Eingabemöglichkeiten, also entweder suche ich zuerst den Notenwert über die Tastatur aus oder ich drehe das Ganze um, indem ich zuerst die Tonhöhe aussuche. Das hieße dann, also wenn ich jetzt die Tastatur hier nicht nutzen möchte mit der Maus, sondern ich rein mit der Tastatur Noten eingeben möchte, dann kann ich einfach zwischen diesen beiden Möglichkeiten hier hin und her switchen mit dem Buchstaben Konrad. Also hier suche ich jetzt zuerst die Tonhöhe aus und kann dann hier den Notenwert eingeben. Oder andersrum, wenn ich den Buchstaben K drücke, kann ich dann hier direkt die Noten eingeben und den Notenwert vorher über die Zifferntastatur aussuchen. Genau, punktierte Note auch ganz einfach und ganz simpel. Eine punktierte Note gebe ich ein, indem ich einfach die Punkttaste drücke. Wenn ich mehrere Punkte hinzufüge, halte ich einfach die Alt-Taste gedrückt, dann kann ich mehrere Punktierungen eingeben damit. Eine Pauseneingabe, sollte ich sie einfach mal benötigen, kann ich natürlich mit der Taste Komma hier einstellen, ja, oder anschalten, sollte ich das mal benötigen. Eine Akkordeingabe mache ich mit der Taste Q. Eingabe von Triolen, hier sei auch erwähnt, eine Eingabe von N-Tolen ist in Dorico so gelöst, das heißt, ich suche mir immer erst den Basisnotenwert aus, heißt zum Beispiel, ich möchte eine Achteltriole schreiben, dann wähle ich erstmal die Achtelnoten an, dann drücke ich die Taste Ö und dann die Zahl 3 und dann tippe ich Enter und dann schreibe ich, solange ich nichts anderes mache, schreibe ich dann immer Achteltriolen.
bin ich wieder in den 7/4-Takt reingerutscht, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ne? So, gebe ich hier nochmal einen schönen 4/4-Takt ein. So, genau, und ich muss, wenn ich die, ich schreibe jetzt mal Vierteltriolen, also gebe hier jetzt die 3 ein und jetzt schreibe ich Vierteltriolen und die schreibe ich so lange, bis ich das Ganze wieder abschalte. Also möchte ich jetzt Viertelnoten schreiben, muss ich das mit Shift Ö abschalten. Ja, erst dann kann ich wieder Viertelnoten schreiben. Das ist dem Prozedere geschuldet, dass ich auch in sich verschachtelte Triolen schreiben kann und ich muss es einfach aktiv abschalten. Ja, oder wenn ich den Notenwert wechsle, dann ist es auch abgeschaltet. Ja, also das muss man wissen. Ja, Eingabe Vorschlagsnoten, Strich dadurch oder dann hier der Einfügen-Modus mit der Taste I. Ist ja auch einiges neu hinzugekommen. Und den kann ich jetzt umschalten, diese Modi hier, ob ich dann etwas einfüge nur in die jeweilige Stimme oder dann in den jeweiligen Spieler oder global, deswegen die Weltkugel hier, oder in den vorhandenen Takt. Das kann ich dann jetzt einfach mit der Taste Alt-I umschalten. Ja, so kann ich einfach dann die Modi innerhalb des Insert-Modus umschalten. Ja, eine Bearbeitungsstopp-Position kann ich ganz einfach einfügen mit Alt und I. Mit Alt, Shift und I. Dann kann ich hier diese Stopp-Position hier einfach einfügen, bis zu der dann der Einfügen-Modus arbeitet. Notenwert folgen, Notenwert erzwingen, steht alles da, ist alles soweit klar. Genau, was haben wir noch? Neue Stimme erzeugen, genau, da wollte ich auch noch erwähnen, man kann jetzt hier natürlich neue Stimmen erzeugen, indem ich die Taste Shift und V drücke und dann ändert sich natürlich immer die Notenhalsrichtung hier. Und ich gebe mal eben schnell ein paar Noten ein in verschiedene Stimmen. Das war jetzt schon mal die zweite Stimme mit Hals aufwärts. Jetzt gebe ich mal eine erste Stimme ein mit Hals abwärts. Das heißt, ich drücke hier die und dann mache ich jetzt hier die Hals abwärts Stimme. So, und den Fehler, den man dann gerne macht, ist, wenn das nicht bunt dargestellt ist, dass man jetzt einfach hergeht und an anderer Stelle dann einfach wieder eine neue Stimme erzeugt. Das muss ich gar nicht, weil dann bekomme ich nämlich unendlich viele Stimmen. Sondern einfach hier hingehen und wenn man neu eingeben möchte, also ein, oder irgendwo weiterschreibt, Polyphon weiterschreiben möchte, dann einfach mit der Taste V nur die vorhandenen Stimmen umschalten und sich die aussuchen und nicht wieder mit STRG V eine neue Stimme erzeugen. Ja, ganz wichtig, weil sonst erzeugt man immer neue Stimmen und am Ende hat man dann unendlich viele Stimmen und wenn man dann in Modus Ansicht, hier im Menü Ansicht dann die Stimmfarbe abschaltet, hat man unendlich viele Farben und die braucht man dann gar nicht, also diese unterschiedlichen Stimmen. Genau, dann gucken wir mal weiter. Ja, dann kommen wir hier zu den Projekten. Projekt ein Tastaturkürzeln, das ist eigentlich klar. Neues Projekt und so weiter. Hier ist ganz schön noch, wenn man neue Registerkarten hier hinzufügen kann. Hier oben, die findet man nämlich ist ganz praktisch, wenn man hier nicht damit arbeiten möchte, sondern wenn man einfach die verschiedenen Einzelstimmen hier oben aufreihen möchte, dann kann ich einfach eine neue Registerkarte hier hinzufügen und kann dann die mit den entsprechenden Instrumenten hier belegen. Und dann habe ich den großen Vorteil, ich kann dann einfach hier hin und her klicken. Oben am oberen Rand muss das Menü hier nicht runterklappen, sondern kann dann mit Command T immer eine neue Registerkarte erzeugen und dann die entsprechende Einzelstimme dann da zuordnen oder das entsprechende Layout. Ja, dann kommen wir noch zur Navigation, Auswahl und Bearbeitung. Ganz wichtig ist zu verstehen, dass wenn ich in Dorico arbeite, das ist auch ein bisschen anders als in anderen Programmen, und zwar habe ich die Möglichkeit immer, solange ich nur die Cursor-Tasten drücke, also die Pfeiltasten, navigiere ich durch mein Dokument. Ja? Es passiert nichts, auch wenn Dinge angewählt sind. Das ist in anderen Programmen ist das so, wenn man jetzt die Pfeiltaste aufwärts drücken würde, dann würde man die Tonhöhe verschieben. Das ist in Dorico nicht so. Prinzipiell, auch
hat man sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht, das Ganze zu vereinheitlichen. Es ist immer so in Doroko, dazu stehen diese ganzen Befehle hier. Und zwar immer, wenn ich etwas verschieben möchte, etwas verändern möchte, horizontal und vertikal, gibt es immer bei allen Elementen die gleichen Befehle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas vertikal verschieben möchte, dann halte ich die Alt-Taste gedrückt und dann kann ich jetzt zum Beispiel diese Note transponieren, aufwärts, abwärts. Wenn ich die Command-Taste dazu gedrückt halte oder die Control-Taste auf dem PC, dann ist das der Oktavbereich oder in kleineren Schritten dann Shift und Alt, dann mache ich das hier chromatisch. Wenn ich zum Beispiel dann Noten verlängern möchte oder verschieben möchte auf der Zeitachse, gehen wir mal hier hin, gehen wir hier eine Note ein und ich möchte diese Note auf der Zeitachse verschieben, halte ich die Alt-Taste gedrückt und dann drücke ich die Pfeiltaste rechts oder links. Und so kann ich diese Note auf der Zeitachse zum Taktraster hier mit dem voreingestellten Wert dann entsprechend verschieben. Und oder ich kann die Notenwerte verlängern, wenn ich Shift und Alt, Shift und Alt gedrückt halte. Oder ich kann das verdoppeln oder halbieren, wenn ich drei Tasten gedrückt halte. Das heißt also Alt, Shift und Command, dann verdopple ich dann jeweils die Notenwerte. Und das Ganze funktioniert natürlich auch für die Eintragungen, die ich hier habe. Ja, also wenn ich zum Beispiel etwas verschieben möchte auf der horizontalen Ebene, also von links nach rechts, dann halte ich die Alt-Taste gedrückt und dann kann ich auf der Zeitachse mit den Pfeiltasten links und rechts, kann ich dann das hier, diese Tempoangaben verschieben oder eben, das war ja ein Text, den kann ich dann verschieben, ja, oder eben auch diese Studierzeichen kann ich dann auch genauso verschieben wie alle anderen Elemente. Wenn ich etwas dann in der Vertikalen verschieben möchte, ist das ganz genau das gleiche. Ich wähle das an und dann kann ich dann hier in kleinen Schritten nur die Alt-Taste gedrückt halten, das Element verschieben, mit der Shift-Taste zusammen dann in größeren Schritten. Also im ganzen Programm ist das konsistent. Heißt links, rechts verschieben, Alt-Taste gedrückt halten, in kleinen Schritten links, rechts oder rauf und runter. Genauso gut dann, wie gesagt, im Notensatzmodus, wenn ich es optisch, grafisch verändern möchte. Und das ist also immer das gleiche Prinzip hier. Ja, und dazu dienen diese Befehle, navigieren, umschalten zwischen Elementen. Und da sind die Befehle alle beschrieben, die ich dann hier eben erklärt habe. Da gibt es noch was, Rasterauflösung erhöhen und verringern. Also hier links unten kann man das entweder ja logischerweise mit der Maus machen oder dann auch mit den entsprechenden Tastaturkürzeln und so weiter. Das findet man also alles hier in Auswahl, Navigation, Auswahl und Bearbeitung. Die ganzen Dinge, die ich jetzt hier eben zusammengefasst beschrieben habe, die findet man hier. Dann die Optionsfenster, sehr wichtige Tastaturkürzel, die kann man wirklich, sollte man auswendig beherrschen. Man kann die jetzt auch ganz bequem alle hier abrufen. Aber es ist von Vorteil, man muss relativ oft in die Layout-Optionen, wenn man unterschiedliche Layout-Einstellungen vornimmt, das ist dann wirklich ganz einfach gelernt, weil diese Tastaturkürzel immer das gleiche Prinzip, Shift und Command oder Control und dann entweder die Layout-Optionen oder dann beispielsweise die Engraving-Optionen, also die Notensatz-Optionen. Oder die Partieoptionen ist jetzt Shift Command Nordpol oder die Playback Optionen oder die Eingabe Optionen. Ja? Also ganz wichtig, der wichtigste Befehl eigentlich ist das für die Layout Optionen, weil da muss man dann doch relativ häufig rein. Also wäre also Shift Command und L. Ja, dann haben wir noch diese Wiedergabe und Aufnahme, das ist auch eine ganz spannende Sache. Und zwar, wenn ich mal in die Voreinstellungen gehe und dann unter Wiedergabe kann man ja hier die Abspielmarke anzeigen lassen. Und wenn ich jetzt das Werk mal von vorne abspiele oder vorab hier abspiele, genau, dann kann ich jetzt, dann sehe ich jetzt die Abspielmarke und hier kann ich die natürlich dann ja, wenn ich nur die Leertaste drücke, dann wird das direkt ab dieser Zeile, ab der Position dann weiter abgespielt. Wenn ich lasse einfach mal ein paar Takte laufen, dann sieht man schon,
was passiert. So, ich gehe jetzt mal hier ganz zurück an den Anfang. So, und jetzt kann ich immer wieder diesen Bereich hier anhören. Das ist auch ganz interessant, wenn ich die Umschalttaste und die Leertaste gedrückt halte oder drücke. Dann spielt es immer wieder vom gleichen Bereich ab. Ja? Immer wieder den gleichen Bereich. Das kann manchmal vielleicht ganz gut sein, wenn man den gleichen Bereich abhören möchte. Oder auch eine Sache, die ganz hilfreich ist, wenn ich zum Beispiel, ich gebe mal hier unten in den Streichern schnell ein bisschen was ein. So, ich kann ja in mehrere Notenzeilen direkt was eingeben. Und zwar, wenn ich eine Note markiere und dann die Taste P drücke, wird das abgespielt. Wenn ich mehr als eine Note markiere, wird nur diese Notenzeile abgespielt. Ja, so kann ich also auch ganz gezielt aussuchen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur, oder sagen wir mal hier die beiden unteren Streicher hören möchte, wähle ich einfach ein paar Noten an und dann werden jetzt nur die unteren Streicher abgespielt. Also wirklich ganz praktisch. Ja, dann haben wir hier noch weitere Tastaturkürzel. Ja, hier die Kurzbefehlleiste aktivieren, Taste J, da werde ich auch ein eigenes Video dazu machen. Dann Seitenansicht, fortlaufende Ansicht, hier die ganz normalen Befehle, um da zu wechseln. Vergrößern und verkleinern ist ja, denke ich mal, hinlänglich bekannt. Sehr praktisch gelöst. Die Taste Y und X. Und eine Tastenkombination möchte ich auch noch kurz vorstellen. Entsprechendes Layout ist auch wirklich sehr interessant. Und zwar, wenn ich dann in meiner Partitur arbeite und ich drücke die Taste W, dann springe ich direkt zu dem Layout, zu der Stelle, wo ich das Element markiert habe, oder ich kann auch wieder direkt zurück in die Partitur dann springen. Ist ganz interessant. Ja, dann haben wir hier noch die Funktionstasten. Da muss man ja beim Mac immer aufpassen, ob die dann nicht durch das System schon belegt sind. So kann ich dann hier auch die Taste Fn drücken und dann könnte ich natürlich dann entsprechend hier dann auch die Funktionstasten nutzen. Ja, dann abschließend noch auch die verschiedenen Zonen, die ich natürlich hier einschalten kann. Ich habe es vorher schon erwähnt mit der Tastenkombination Command 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich ja die Modi abrufen und dann mit den weiteren Tasten. Hier kann ich zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt im Modus Schreiben bin, kann ich jetzt beispielsweise oben die Leiste ausblenden mit der Taste Kombination Command 7 links. Unten kann ich das dann einblenden, ausblenden. Und mit der Taste 9 kann ich dann die rechte Zone ausblenden. Mit der Taste 0 kann ich dann alles hier ein- oder ausblenden. Ja, dann haben wir hier noch die Einrichten-Modus. Klar, mit neuen Spielern, neuen Satzspieler und so weiter hinzufügen. Und im Notensatz-Modus, genau, da ist ja auch neu hinzugekommen, Takt in vorheriges System verschieben oder einen Takt in nächstes System verschieben. Sehr praktisch jetzt im Notensatzmodus. Das heißt, ich kann dann jetzt hier einfach hingehen, ein Element markieren und dann mit den Tasten Komma und Punkt kann ich dann takteweise dann das in das nächste System verschieben. Also wirklich sehr praktisch. Und hier unten noch ein bisschen was Spezielles für Gitarristen. Dann kann man hier auch direkt Noten eingeben in die Tabulatur über die Zifferntasten. Das funktioniert auch und man kann auch die Notenwerte, die man ja normalerweise für die Zifferntasten über die Zifferntasten ansteuert, die kann man dann mit einem anderen Befehl in der Länge dann verändern. Ja, das war es jetzt in aller Kürze. Ich denke, es hilft dem einen oder anderen wahrscheinlich dann doch hier. Ich muss mich mal wieder einblenden. Hilft natürlich dem einen oder anderen mit dieser Quick Reference Card, sich das mal neben hinzulegen und dann doch den einen oder anderen Tastaturbefehl dann über die Zeit hinweg auswendig zu lernen. Und ich hoffe, ich konnte wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und es hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Der nächste Dorico-Termin, der ist am, muss ich jetzt gucken, ach ja, genau, noch meine E-Mail-Adresse noch vorneweg. Genau, für diejenigen, die vielleicht neu sind. Man kann mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben, die ich dann möglichst zeitnah beantworte. Und
Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah ja, der nächste Termin. Genau, nächster Termin ist am Dienstag, den 5. April. Und Thema weiß ich noch nicht. Ihr könnt mir auch gerne Dinge schreiben, die ihr gerne mal sehen wollt. Also wenn euch irgendwas auf den Nägeln brennt oder hiermit habe ich immer, brauche ich immer so lange, geht das vielleicht auch schneller oder was auch immer. Ja, ich gucke hier gerade nochmal in den Chat rein für einen Moment. Ah ja, dass man die Tastaturbefehle anzeigen kann, ja, das funktioniert leider nicht so. Selbst wenn man den Pro sehen zu hören. Die Tastaturfunktionen sind ja nicht fest zugeordnet, sondern ich kann natürlich hier die Tastaturfunktionen auch völlig frei belegen. Das heißt, ich habe hier diese in den Einstellungen, Programmeinstellungen, kann ich hier die Tastaturbefehle für alle Befehle hier und noch viel mehr, die wir noch gar nicht kennen, die dann irgendwann kommen werden, wahrscheinlich auch. Die sind also alle hier schon hinterlegt und ich kann die natürlich ändern, ja, und kann dann meine eigenen Tastaturbefehle dann natürlich hinzu generieren. Genau, ja, wenn die eine oder andere Frage jetzt hier nicht beantwortet wurde, dann bitte ich doch gerne hier nochmal darum, mir gerne eine E-Mail zu schreiben, dann kann ich das dann gerne in einer persönlichen E-Mail dann gerne beantworten. Gut, okay, dann bin ich nochmal hier und ja, es hat mir, wie gesagt, wieder viel Spaß gemacht und ich hoffe dann, etwas Arbeitserleichterung bei euch findet dann statt mit der neuen Dorico Reference Card. Alles Gute dann, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.